So, ja, Leute, wie gesagt, ne, Hausflipper geht natürlich weiter. Der Mann hat sein Auto schon draußen stehen, weil hier kein Platz in der verfickten Garage ist von dieser unfreundlichen Scheißkundin. Ja, habe ich aus der Mail schon rausgelesen. Gut, dass die nicht da ist. Sonst hätte ich jetzt sowas von dem Arsch geblasen. Ich putze erstmal hier die Reifen. Man muss auch noch nicht so hier drin bremsen, Mann. Ja, langsam reinfahren. Was für ein Arschloch, ey. Kann ich auch noch putzen hier? Ah, ne, ist eine Reflexion. Ups. So, das schrubben wir mal alles weg. Guck mal, wie leicht der auch hier die Reifenspuren alle wegkriegt. Ist doch geil, oder? Ist doch richtig geil. So, der Schrubber, der hat sich jetzt schon gelohnt, ey. Zack. Ah, jetzt muss ich erstmal den ganzen Quatsch hier wegschmeißen, ey. So, das weg, das weg, das weg. Wegzuwerfen, wegwerfen. Die sind gut noch. Wegwerfen, alles wegschmeißen hier. Die ganzen scheiß Reifen, die muss man aber zwischendurch wegschmeißen, ey. Und nicht jemand dafür rufen, weißt du, immer diese faulen Arschlöcher, die satzweise schlechte Reifen lagern. Ja, müsst ihr einfach beim fahrenden Auto auf 40 werfen. So sieht's aus. So, ich hab gleich den ganzen Müll hier weg. So. So, und weil die ja gesagt hat, ich soll die Werkzeuge nicht anfassen, lege ich das jetzt dahin. Und das Ding dafür dahin. So, ne? Nur aus Trotz, weil die gesagt hat, ich soll das nicht machen. Ist mir scheißegal. Ja? Ist mir echt sowas von scheißegal. So, ich mach mal zu. Vielleicht ist da oben ja auch noch irgendwo Dreck. Ne, sieht eigentlich ganz gut aus. So, was haben wir noch hier? Wegwerfen, wegwerfen, alles. Ah, jetzt sind die scheiß Fahrräder hier im Weg, oder was? So, komm mal her hier. Machen wir dahin, das Avenger-Fahrrad. Cool Ride. Ein rosaner Avenger von seiner Frau bestimmt, ey. So, das schmeißen wir alles weg. Jetzt kann ich die Verunreinigung noch sauber machen. Guck mal hier. 94%. Da kommt, das ist der Rest hier, oder? 97%. Was war das denn für ein Geräusch draußen? Krass. Was ist denn noch dreckig hier? Hier war doch gerade noch. Da ist sie. Guck mal, 100%. Jetzt muss ich nur noch das Fenster reinigen und das macht man hier so mit so einem Ding. Geil, ne? Es ist wie der Mann hier drin. Paar quietscher Dinger auf dem Fenster hier. Zack. Fertig. Bäm. Guck mal, keine Aufgaben. Das war's schon. Und da kriege ich jetzt $500 für. Ja, nice. Das war doch schon. Warte mal, der Auftrag ist nicht abgeschlossen? Habe ich den nicht abgeschlossen? Hä? Aufgabe in anderen Räumen. Keine Aufgaben. So, 3 von 3 Aufgaben erledigt. Ja, dann gehe ich doch nochmal hier schön durch deren Haus. Mal gucken. So, hier ist nichts sauber zu machen. Verstehe ich nicht. Ach so, guck mal, ich kann ihn jetzt. Der Auftrag ist nicht abgeschlossen. Möchtest du ihn wirklich zu Ende führen? 100% des Auftrags erledigt. Hä? Was ist das für Quatsch? Muss ich jetzt. Mach doch auf! So, muss ich jetzt hier wieder. Ne, hier wollte ich doch gar nicht hin. So, gehe ich durch die Garage raus. Vielleicht muss ich noch das Tor schließen, damit das gilt, oder was? Ne, hier kann ich auch nur wählen. Okay, bleiben, egal. Ich mache das jetzt. Aber was wird mir denn angezeigt als 476? Ja? Und wieso sagt ihr hier, der Auftrag ist nicht abgeschlossen? Ich beende den jetzt einfach. War doch alles. Also, ich weiß nicht, was die jetzt von mir wollten da, ja? Guck mal, und die scheiß Garage, die habe ich ja echt in Rekordzeit weggekloppt, ne? Also, Hammer, ne? Hammer. So, mal gucken, was wir als nächsten geilen Auftrag kriegen, sobald ich mal mein verficktes Haus geladen habe hier. Kein Fernseher im Schlafzimmer, ein Minuspunkt. Krass. Okay, das wollen die also immer. Sollte ich mir merken. Eigene Fotos und Bilder interessiert mich nicht. Als ob ich hier Fotos und Bilder mache. Krass. Oder wie kann ich das denn machen? Fotos? Hier, Fotokamera. Kann jetzt so ein Foto machen und zeigen, wie er vorher nachher war. Ja, das ist aber schon geil eigentlich, ne? So, ja. Gucken wir doch mal, was wir noch an Aufträgen haben. In der Bude hier willst du eh nicht abhängen, da gehst du lieber arbeiten. So, Heizung. Absender Jens Krachner. Wenn ich für etwas zahlen soll, dann muss ich auch voll zufrieden sein oder ich zahle einfach nicht. Der Winter kommt in meinem Haus, gibt es keine Heizung. Montieren Sie sie. Weißt du, was für ein Arschloch? Kann er nicht zumindest eine nette E-Mail schreiben, wenn er schon ein Hurensohn ist? Nee. Ja? Krass, was hat er überhaupt für ein scheiß Haus gekauft, wenn da nicht mal eine verfickte Heizung drin ist im Kinderzimmer? Mann, 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 Mann. So, ja, dann kloppe ich ihm halt ein paar Heizungen dran. Mit der Latte, ne? Mach ich, klar, kostet paar $100, du Arschloch. Ne, aber dafür schlucke ich jetzt mal deine Unverschämtheiten. Ja, diese Kunden immer. Schade, dass die nicht da sind, man die schlagen kann oder aus Versehen anmalen oder so. Das wäre viel lustiger. Das wäre geil. So, die sind sauber. Machen wir wieder zu hier die Scheißtür. Da ist eine drin. Was muss ich hier machen? Keine Aufgaben. Gut. Was ist hier? Da ist auch eine Heizung drin. Keine Aufgaben. Was ist hier? Da, guck mal, da muss so eine komische Heizung, so eine Wand. Handtuchheizung hin, ne?
Quatsch, Deckel drauf, ne, damit das Ventil nicht offen ist. Na ja, Latte, ne? So, das Teil dran, schön festschrauben, gleich auf der anderen Seite. Hier nehme ich das Ventil, ne, drehe ich schon mal auf. So, muss ich da weiter aufdrehen? Ne. Zack, das haben wir auch dran. So, was soll ich jetzt hier noch einbauen? Ach, eine Spüle bestimmt, ne? Das sieht aus wie eine Spüle. Machen wir erstmal auf hier, die Anschlüsse, ne? Komisch, dass ich kein Wasser abstellen muss vorher, ne? Ohne, dass da was rausschießt. Aber egal, Becken. Ja, Waschbecken gibt's wieder nicht, oder was? Badezimmer. So, Einbauspülbecken. Will er denn haben, das oder das? Ich baue dem Spül, das baue ich ihm ein. So, erstmal die Stangen in die Wand rein, ne? Einfach stecken nur. Ne, die brauchen nicht geschraubt werden. Die Gewindestangen ist scheißegal. So, dann schieben wir das Ding auch schon drauf. Ne? Zack. Unterlegscheibe. Mutter drüber geknallt. Auf der anderen Seite genauso. Ne? Und schon kann ich hier die Schläuche dran machen. Zack. Mutter drauf. Oben einfach nur reingeschickt. Ne, das hält bestimmt alles richtig gut. Egal, da muss er mich halt zum Reparieren rufen. Das kostet dann nochmal ein paar hundert Dollar. Ne? So, zack. Wasserhahn drauf, das Ding drauf. Jetzt den Siphon auch noch anbauen. Ist aber auch detailliert, ne? So eine Gummimuffe rein, zack. Da das Ding festgeschraubt. Hier unten den Deckel drauf. Und fertig. Alles fertig? An dem. Montiere die Geräte. Eins soll ich noch machen. Und das ist in diesem Raum. Und hier soll auch eine Heizung rein, weil dieser schlechte Vater einfach keine Heizung hat. Jetzt muss ich wieder hier drauf klicken. Hallo? Treffe ich auch mal alle hier? Da. Alter. Es passt nicht genau gerade hier. So, die Hitze und von dem Knopf und mein Cursor. So, den montiere ich eben auch noch schnell. Und wehe, der ist nicht zufrieden und bezahlt einfach nicht. Ja, dann komme ich vorbei und prügel die Dinger wieder raus. So sieht's nämlich aus. Zack, zack und dran geschrubbt, ne? So, fertig. 813. 100% des Auftrags erledigt. Du kannst den Auftrag jetzt abschließen. So. Guck mal, für 714 oder so, da war doch eigentlich echt ein nicer Deal. So, und ich habe gerade schon gesehen, bei den anderen Aufträgen, da war was zum Streichen bei. Streichen ist ja wohl auch mega pornös, ja. Also, gucken wir mal. So, was hast du hier für mich? Komm, Leppi, gib mir noch einen Job. Komm. Ja! So, Amaranth-Sorte, ja. Absender Amanda Johnson. Bonjour, ich denke, dass ich einem recht einfachen Haus, das ich gekauft habe, ein bisschen mehr Kunst geben möchte. Ja, ich möchte Sie bitten, einige Wände im Wohnzimmer auf Magenta zu malen. Die restlichen Wände werden wunderbar grau aussehen. Ich würde fast vergessen. Ich bitte auch um die Reparatur der nicht funktionierenden Steckdosen. Okay, ich bin zwar Maler, aber ich kann auf jeden Fall eine Rechnung dafür schreiben. So sieht's doch aus. So, was ist das denn hier? Keine Aufgaben. Okay. Zack. Ist das hier? Keine Aufgaben. Auch nicht. Tür auf. Hier vielleicht? Montiere die Geräte. Ach, hier muss irgendwie die kaputte Steckdose sein, oder was? Da! Guck mal, die sieht schon so vergammelt aus. Das mache ich jetzt. Zack. Bäm, Steckdose montieren. Guck mal, Schräubchen in die Mitte raus. Plastikabdeckung rausnehmen. Befestigungsschraube für die Kontaktplatte abschrauben. Hier, ne? Zack. Alte Kontaktplatte raus. Neue rein. Guck mal, die alten Kabel hat er einfach abgerissen. So, aber ich kenne einen Trick. Ich mache das jetzt so. Dann schwenkt auch nicht jedes Mal die Kamera. Ne? Weil die Reihenfolge ist nicht vorgegeben. Ich kann das auch so machen. Guck mal, so ein faules Schwein mit dem Akkubohrer macht er das auch noch. Krass. So. Ne, jetzt machen wir wieder fest, das andere Kabel gleitet da unten so ölfarbenmäßig raus. So, neuen Deckel drauf. Zack. Und fertig. Das haben wir schon mal. So, jetzt habe ich nur noch zwei Aufgaben. So, da ist die Küche. Streiche mit den Farben amarantfarbenes Abenteuer und Grau. Ja, wie mache ich das? Aber weiß ich da jetzt nicht. Wo sind die da? Farben. Okay, amarantfarbenes Abenteuer. So, jetzt habe ich hier die Rolle. Die muss ich natürlich erst vollziehen, ne? So, und jetzt muss ich hier alles so ganz mühselig streichen. Also das ist ja eine schöne Aufgabe. Wie in echt, ne? So, zack. Oh, und der Topf wird natürlich immer leerer. Ich mache jetzt einfach die Wand und die andere Wand, die andere Innenwand und die anderen Wände außen mache ich dann in dem Grau, ne? So 8% habe ich schon gestrichen in dieser Farbe. Ja, geil.
So, zack, auch nichts. Man kann am Anfang auch noch zweimal über einen Streifen gehen. Das ist natürlich nicht der Sinn der Sache, ne? Deshalb muss ich schnell immer switchen, ne? Damit halt auch, damit ich nicht so viel Farbe verballer, ne? Zack, rüber, zack, rüber, zack, rüber. Und an diesen Ecken hier, ja, das zeige ich euch gleich mal, bin ich echt verzweifelt, wo ich das erste Mal einen Raum gestrichen habe, weil ich die fehlenden Prozente nicht gefunden habe. Weil man muss das hier, nämlich verfickte Scheiße, auch mitstreichen, ja? So. Hier unten sind so ein bisschen kleinere Felder, die gehen ein bisschen schneller. So, man kann natürlich auch schon rübergehen, ne, und nochmal nachstreichen so ein bisschen. Aber hier muss ich gleich, oh, neue Fertigkeitspunkte verfügbar, streichen. Streiche zwei Wände gleichzeitig 25% schneller. Du verschwendest keine Farbe beim Streichen von Wänden. Ich streiche zwei Wände gleichzeitig, ja. Dann kann man nämlich so machen und dann streicht der beide, ja. Wenn das mal nicht ultra awesome ist, so. So, ich brauche mehr Farbe. Am Anfang verballert man aber echt viel. Muss ich echt mal sagen. Also, ist schon krass. So, aber das habe ich schon mal geschafft, ne? So, gib mir mal noch das hier. 28%. Wie viel muss ich denn von dem Raum in der Farbe? Weißt du, die hätte auch ein bisschen spezifischer sein können und mal Punkte an die Wände machen können, die ich in welcher Farbe streichen soll. Aber egal, ich streiche jetzt einfach so und so viel Prozent dieses Raumes in Rot. Ne? So sieht es nämlich aus. So, ich brauche mehr Farbe. Jetzt gleich kann ich einen neuen Eimer kaufen schon. Scheiße. So, zack. Zack, wie viele Wände muss ich denn noch bis zum nächsten Perk streichen? Noch 51 Wände, what the fuck? So, den kann ich wegschmeißen. Der behält zum Glück den letzten Artikel immer da. Also kann man den direkt nochmal kaufen, wenn man sich den Farbnamen nicht gemerkt hat, ne? Was mir am Anfang die ganze Zeit passiert ist. Weil ich weiß auch nicht, wo man jetzt vernünftig nachgucken kann. Weil manchmal steht es dann nicht, was du tun sollst. Zum Beispiel, montiere die Geräte. Ja, welches Gerät soll ich hier montieren? Jetzt muss ich gleich erst wieder nach Hause ins Büro und gucken, was ich da für ein Gerät montieren sollte. Aber ich glaube, es ist eine Klimaanlage. Kann das sein? Ist irgendwo ein Klimading? Nee. Scheiße. Egal. Finde ich schon raus. Sonst schließe ich den Einsatz einfach ohne das ab. Weil ich glaube, wenn ich gestrichen habe, habe ich genug erfüllt, damit die alte überhaupt zahlt. Ja? Ich habe mir jetzt das F-Wort verkniffen, ne? Wenn sie hier von Kunst redet, wenn sie ihre Farbe in Amaranth-Abenteuer streichen lässt, ja? Lässt auch noch. Mann, 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 Mann. So, komm. Hier muss halt besser... Ha, immer dieses Auffüllen, das ist echt zum Kotzen. So, ma. Diese kleinen scheiß Fitzelstellchen hier, ne? Ich hasse es. So, die beiden noch. Guck mal, 60%. Was muss ich denn noch hier alles streichen? Verstehe ich nicht. So, das noch hier, die Ecke. Dann ist halt ganze Zimmer in der Farbe gestrichen. Ach so, muss ich. Ich muss wahrscheinlich gar nicht in. Ich mache jetzt gleich die Wand grau. Die da. Da ist dann gut. So. Guck mal, fertig hier. Wie oft? Jetzt muss ich gleich schon wieder neue Farbe kaufen, bestimmt. Kein Bock, neue Farbe zu kaufen. Gut, dass der nicht jedes Mal fahren muss, man das vorher berechnen muss, so. Das wäre schon gut nervig. Oha. So, jetzt ist er leer. Jetzt kriege ich die beiden hier noch fertig, wahrscheinlich, ne? So, jetzt kann ich schon wieder neuen kaufen. Noch einen. Meine natürlich alles ohne abzukleben oder so. Ne, ist mir scheißegal. So. Na, komm. Ne, das sollst du malen. Neue Fertigkeitspunkte. Diesmal mache ich das mit der keine Farbe verschwenden, weil dann kann ich nicht nochmal über die gleiche streichen. Das ist, glaube ich, schon mal ein netter Fortschritt. So. Ach, ich wollte die doch in dem komischen Grau da machen. Das andere und Grau. So, Grau. Da. Zack. Einfach mit der gleichen Rolle rein. Macht man wie in echt, ne? Das überdeckt sich schon. Guck mal, so schaffe ich einfach mal direkt 6 Streifen, ne? Wenn ich nicht, so klecker. So viel verballer. So, aber die ganze Wand mache ich so. Sonst sieht das ja scheiße aus, ne? Also so ja nicht. Soll ja auch nicht kacke aussehen am Ende. Die soll mich ja weiterempfehlen, ihren Tussi-Freundinnen, die selber nicht streichen können, ne? So, wobei Streichen ja schon das Einfachste von der Welt ist. Außer man hat halt keinen Bock, ne? So. Jetzt muss ich nur noch die da streichen. Da mache ich wieder in Rot, ne? So. Zack, 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 zack. Jetzt kann man auch so schön durchscrollen. Ma. So, 99%. Zack, fertig. Montiere die Geräte. So, wie kann ich den Kack denn jetzt hier... Ja gut, die Eimer muss ich stehen lassen. Ah, ne.
Den kann ich wegschmeißen. Den kann ich nur aufheben. Ja, hier. Haben sie noch ein bisschen Farbe über, ne? So viel brauchte ich nicht. So, montiere die Geräte. Aber was denn? Was ist denn hier? Ach so, Steckdose. Hier ist bestimmt auch irgendwo eine... Da, guck mal. Hier ist doch irgendwas. Hier hinter? Hier hinter vielleicht? Da ist sie doch. Wusste ich's doch. Haha, Steckdose hatte ich mir gemerkt aus dem anderen Raum. So, die Steckdose mache ich schnell noch. So, zack, vor dieser wunderschönen amarantfarbenes Abenteuerwand. Ne, ist echt, also es ist geil. So, seht ihr, man kann auch erst die anderen machen, dann hat man die gleiche Ansicht und nicht diese komische Seitenansicht, ne. Zack, zack, die Schräubgüster rein, ne, die drehen sich durch den Draht durch einfach. So, rein damit. Da gleitet er wieder unten raus, als ob das so ein Seil wäre, was sich so runterzieht. Zack, Deckel drauf. Das Teil drauf. Bin ich fertig? Guck mal, 1100. Soll ich das Teil noch wieder reinstellen? Wenn es passt. Es passt. Sehr schön. So, die Eimer hier, die stelle ich hier noch auf für Terrasse, damit das nicht so scheiße aussieht, ne? So, Tür zu. Und fertig. Da habe ich direkt mal 1200 mit verdient. Bam. Ja. Und ich würde sagen, ich erspare euch den Ladescreen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein. Bis dahin. Ciao.